Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir wollen hier jetzt in Lagerhaus 2 rein, müssen da was klauen. So, und am besten ungesehen. Ich habe auch vorhin gespeichert zwischen den Folgen. Am besten ungesehen an dem vorbei. Versuch mal ganz langsam. Nächstes Mal will ich einen größeren Anteil. Gibt's hier noch mehr von denen? Muss nur an die Slate kommen, hieß es. Ohne ein Blutbad zu machen. Wurde gesagt. Okay, eine Laserpistole. Eine legendäre. Ich hoffe, wir kriegen es hin, ungesehen hier rauszukommen. Finde ich gut, dass wir das so schnell geschafft haben. Innerhalb von 2 Minuten. So. Okay, gehen wir zurück zu den Striker. Aber wenn wir hier sind, dann müssen wir hier wie nach Madame Sauvage auch so hinkommen. Ja? Irgendwie. Glitchy Market? Was? Können wir hier überhaupt rein? Gibt. Ah, da. Ach. Neonkern? Okay. Glitchy Market? Ich dachte, das ist der Bayou Plaza. Ah, okay, der Bereich ist dann der Ikichu Market, dann Richtung Ryujin, und das da ist der Bayou Plaza. Weitergehen. Ah, okay. Ergibt Sinn. Irgendwie. Aber es ist beides trotzdem Neon, der Kern von Neon. Habe ich nur nicht gedacht. Okay, gut, gehen wir rein und liefern das ab. Wir mussten das ja nur stehlen, ohne Blut vergießen. Haben wir hingekriegt bis jetzt. Dann sind die vielleicht froh über meine Verdienste. Wenn du das schaffst, bin ich dein größter Fan. Ist keine Schande, wenn du aussteigen und zurück in dein gemütliches Leben willst. Ich habe die Slate, es gab keine Toten. Du hast es erledigt und niemand musste sterben. Das war ein unglaubliches Casting. Okay, du bist dabei. Alle glauben, dass die Abside Strikers ausgenockt sind. Aber da wir jetzt wissen, woher die Disciples ihre Waffen kriegen, wendet sich das Blatt. Mhm. Freut mich, dass ich helfen konnte. Gehen wir es langsamer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was euch angeht. Ich dachte, ihr steckt in großen Schwierigkeiten. Als ich kapiert hatte, dass die Disciples Scharfschützen und Sturmgewehre haben, sind wir untergetaucht. Aber das geht nicht ewig so. Wir brauchen nur eigene Waffen, dann sind wir wieder im Spiel. Gehen wir es langsam an. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was euch... Eigentlich heißt es bei uns All-In.
Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Sag doch mal dem Rest der Gang Hallo. Wenn sie unfreundlich sind, wasche ich ihnen den Kopf. Du hast dir eine kleine Pause verdient. Hol dir danach bei Hatchet neue Ausrüstung und deinen Auftrag ab. 50er Farben. Wenn ich mal von der Leine bin, wird alles anders. Du hast überlebt. Andrea dachte, dass Briggs dich tot sehen wollte. Hat sie sich wohl getäuscht. Dann gehört sie wohl auf die lange Liste von Leuten, die mir Böses wünschen. Wir sind uns ähnlicher als gedacht. Es sind alle so tough, weil sie es sein müssen. Ich kenne nur diese Straßen und Gassen. Wer hier schwach ist, geht schnell unter oder gleich drauf. Also sei nicht schwach. Wirklich aufmunternd. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist. Briggs meinte, du gibst mir meine nächste Aufgabe. Oh, du bist fokussiert. Gut. Okay, zum Job. Wir müssen die Straßen wissen lassen, dass die Strikers wieder da sind. Wir markieren unser Revier. Die Symbole zu hacken ist leicht. Schwierig ist es hinzukommen und die Disciples zu vertreiben. Briggs will kein Blut vergießen. Aber ich will die Disciples bluten lassen, wann immer es geht. Dann zeig mir, wo es lang geht. Oh, es wird Blut fließen. Ich will Tote auch möglichst vermeiden. Dann zeig mir, wo es lang geht. Hier sind drei Standorte. Gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ich versorge die Strikers mit allem, was nötig ist. Viel Glück. Hacke die erste, zweite und dritte Anzeige. Okay. Nimm dir einen Stuhl und trink was. Nee, ich bin um zu arbeiten hier. Ich bin hier, um zu arbeiten. So. So. Mal gucken, wo ich das platzieren darf. Da, einer hier und einer da. Wir fangen von da hinten an. Das weißt du nicht von mir, aber die Ecliptic-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Freestyle Collective und UC. Ah, das ist die dritte. Und deswegen macht auch jeder einen großen Bogen. Achso, da müssen wir runtergehen. Okay, warte mal, wo ist die andere hin? Da. Schon mal Space unbedingt. Achso, ich muss dafür eh runter. Okay. Dann gehen wir erst Richtung Appside. Ah, dann wahrscheinlich auf jeder Ebene von Neon einmal hin. Gehe ich mal von aus. Einen verteilen. Was ich nicht verkaufe, wird zu Troll. Okay, dann müssen wir jetzt einmal nach oben. Ich glaube, hier war irgendwo der Weg nach oben. Hier, da haben wir's. Die Treppe, die hochführt. Ein bisschen übertrieben hoch. Ne, das ist die erste. Okay, die zweite müssen wir machen.
Ah, ich wollte schon sagen, wo muss ich jetzt hin? So, auf zur Unterstadt. Dass sie sich alle mit einer Pistole einfach ihnen schon ausgeschaltet haben, finde ich schon ein bisschen heftig. So, komm. Und da lang. Wir haben immer noch einen Bruch, sehe ich gerade. Sprich mit Briggs. Ich glaube, der wird nicht erfreut sein, dass ich jetzt drei Leute umgelegt habe von denen. Aber ich sah da auch keine Möglichkeit irgendwie. Ich kann mir eigentlich wollte ich professionell kochen, nicht sowas hier. Sauvage Place. Okay, die chillt wieder hier unten. Wenn die Neon Security einen Touristen verprügelt oder sogar umbringt, ist das schlecht fürs Image. Was? Kann schon sein, aber du hast hier ein Strikers Gang-Symbol hingeklatscht. Das geht zu weit. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Das wird jetzt richtig hässlich für dich. Du bellst ganz schön rum. Beißt du auch? Wie dumm, du lässt meine Tarnung auffliegen. Ich habe was Besseres zu tun. Jetzt beruhige dich doch. Manipulieren? Checkst du nicht, dass wir hier beide auf derselben Seite spielen? Das klingt gar nicht so unvernünftig. Schön, schön. Verschwinde einfach. Ich habe keine Ahnung, wer da war und was sein erster Satz war, den habe ich gar nicht mehr gehört. Aber ich fand super, dass wir manipulieren konnten gerade. Bei ihm, dass das möglich war. Ich glaube, du passt richtig gut rein. Richtig gut. Du hast richtig ins Wespennest gestochen. Gut. Andrea ist dafür zuständig, die Waffen mitzunehmen. Du und Vogal, ihr müsst die Disciples ablenken. Wir legen also endlich los? Es geht los, Vogal. Ohne Samthandschuhe. Haltet den Kollateralschaden möglichst gering, okay? Aber nur, wenn's geht. Ich werde alles tun, um zu gewinnen. Ich werde keine Unschuldigen verletzen. Ich will die Disciples ausschalten. Genau darum geht es mir. Ich werde alles tun, um zu gewinnen. Die Einstellung gefällt mir. Aber gibt der Neon Security keinen Grund, uns zu nerven. Stimmt euch ab, koordiniert euch. Ich habe einen Auftrag. Ich weiß, es ist viel verlangt. Bei Newell gibt es ein paar Panzerungen, keine Ranger-Qualität, aber besser als die Second-Hand-Kleider, die die Strikers tragen. Wenn du also, ein paar Panzerungen spendieren könntest und Newell überzeugst, sie uns zu verkaufen. Mal sehen, was ich tun kann. Die Strikers sind dir was schuldig. Egal, was es kostet, wir zahlen dir alles zurück. Mit Zinsen. Es wird Zeit, dass die Strikers ihr Comeback feiern. Ich habe so lange davon geträumt. Das glaubst du nicht. Endlich haben wir wieder einen Skillpunkt zu verdienen. Wo investieren wir mal? Anzugdesign, Waffentechnik, Zoologie, Zielsteuerungssysteme, ballistische Waffensysteme. Raumschiffdesign, stimmt. Wo könnten wir mal rein investieren? Was haben wir hier unter Sozialhandel, Gastronomie, überzeugen, plündern, Dieb. Schleichen brauchen wir ja auch nicht mehr so sehr. Überzeugen würde ich gerne ein bisschen mehr können. Würde ich mal das investieren? Mit Vogel. Briggs erlaubt mir endlich, den Disciples die Hölle heiß zu machen. Ich sage ihm seit Wochen, er soll seinen besten Mann von der Leine lassen. Danke, du hast ihn überzeugt. Die Disciples haben es verdient. Ich bin bereit. Du scheinst Briggs gut zu kennen. Bis dann.
Wir machen erstmal das andere. Die brauchen ja Ausrüstung, um die Disciples auszuschalten. Dann gehen wir mal zu Newell und reden mit dem, dass er denen mal ein bisschen Ausrüstung gibt. Denn wenn die sich um Psychos kümmern, dann finanzieren wir das ein bisschen halt. Ich hoffe, das wird jetzt nur nicht in einem 5- bis 6-stelligen Bereich sein, was ich dann zahlen darf. Dana. Weißt du, warum die Crimson Fleet wieder... Jede hektische Lebenslage ist in 1. Ja, lass mich vorbei. Neuroamps. Oh ja. Die wussten nicht mal auf... Falls du Vorräte suchst, hier findest du sie. Ich möchte Panzerung kaufen für die Upside Strikers. Ach, herrje. Hat Briggs dich etwa geschickt? Die Gangs sind gefährlich. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich zahle alles direkt in bar. Wenn die Strikers nicht für Chancengleichheit sorgen, wenn die Disciples siegen, dann leiden alle. Dass Briggs die Sache nicht durchgedrückt hat, muss etwas wert sein. Warum verkaufst du ihn nicht? Sie sind definitiv das kleinere Übel. Okay, schon gut, schon gut. Wenn du bezahlst, schicke ich Briggs seine Panzerungen. Nur dieses eine Mal. Danach will ich mit dem Wahnsinn nichts mehr zu tun haben. 8000, okay. Anbieten, ja komm, 8000. Ich schicke die Panzerungen zu Madame Sauvage. Schönen Tag. Ihn möchte ich jetzt nicht verarschen oder so. Komm, ihn mag ich. Bitte. Der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Da will ich jetzt keinen Rabatt raushandeln. Glotz nicht. Jahrestag. So. Dann gehen wir wieder zu Madame Sauvage. Und dann können wir das hier auch dann endlich mal in geregelt kriegen. Ich hätte aber schon Bock, jetzt einfach mal blind drauf loszuballern. Reden wir mal mit Fuchel. Ich sag jetzt mal Fuchel zu ihm. Mann, ich habe so lange davon geträumt. Fortschritt. Das glaubst du nicht. Briggs erlaubt mir endlich, den Disciples die Hölle heiß zu machen. Ja? Ich sage ihm seit Wochen, er soll seinen besten Mann von der Leine lassen. Danke, du hast ihn überzeugt. Also ich bin bereit. Du bist eine Nummer. Der Plan ist simpel. Wir attackieren die Straßendealer an möglichst vielen Punkten. Maximales Chaos. Dann kann Andrea in ihr Waffenlager spazieren und sich die großen Wummen krallen. Und dann wird's lustig. Da bringen wir es hinter uns. Und keine Kollateralschäden. Boah, das ist ein Zungenbrecher für mich gerade. Das funktioniert schon, okay? Hier sind drei Gruppen Straßenratten für dich. Meine Jungs und ich übernehmen andere. Das wird lustig. Okay. Erledige die an ihren Treffpunkten. Alles klar, machen wir. Drei Gruppen. Dann darf ich die hoffentlich alle jetzt mal niederballern. Ich hoffe auch ein bisschen höhere Level als Level 5, 6 und so, was die da hatten. Okay, da haben wir noch einen. Wie komme ich da hin? Versuchen wir so. Haben wir geschafft. Autsch.
Muskelrisse erlitten. Das ist gestohlen. Coach Schmelzrohrflinte, episch. Was? Okay, unten herrscht Panik. Das hört man. Davon habe ich noch mehr. Da ist noch einer. Okay, die Gruppe ist erledigt. Okay, Gelenkschmerze. Haben wir. So, gibt's davon noch einen? Sieht schon ein bisschen danach aus. Die Straßen gehören uns! Rückzug! Ja. Wer sie auch umbringt, stirbt! Ja! So, nachladen. Jetzt in Deckung! Ich lade nach! Ich scheiß drauf! Ja! So, die Gruppe haben wir auch erledigt. Und da hinten gibt es noch einen. Ja, das sehen wir schon. Du bist also die neue Geheimwaffe der Strikers, ja? Die waren erledigt, bis du aufgetaucht bist. Ich heiße Holt und will dir einen Deal anbieten. Kein Wunder, dass die Disciples Probleme haben bei so einem Anführer. Sag, was du zu sagen hast. Gut, du bist vernünftig. Die Strikers sind Schnee von gestern, quasi analog. Wenn du uns hilfst, ihre Anführer auszuschalten, bezahlen die Disciples dich gut. Credits, ja? Ein Müllcontainer voll. Auch einen echten, wenn du willst. Dein Blutgeld kannst du behalten. Die Credits kann ich gebrauchen. Den Müllcontainer kannst du behalten. Wird es nicht schlimmer in Appside, wenn die Disciples ungehindert wüten können? Ihr Typen seid Psychopathen. Warum die wahllose Gewalt? Damit eine Ratte nicht abhaut, muss man ihr Angst einjagen. Und wenn das auch noch für ein paar Lacher gut ist, umso besser. Dein Blutgeld kannst du behalten. Dann stirbst du jetzt, Arschloch. Du hättest nicht hinkommen sollen. Du brauchst schon mehr. Du bist erledigt. Meine Brust. So, machen wir die auch noch fertig? Und hier nochmal. Ich wollte nachladen. So. Bin ich mit Andrea Sandoval? Okay, gehen wir noch zu Andrea gleich. So, haben wir alle erledigt. Ich frage mich, warum die alle hören ja von mir und kriegen mit, dass ich die alle immer ausschalte. Schaffe auszuschalten. Und dann glauben die, die sollen härter sein als ich. Geht das nicht? Bin ich hier nicht berühmt berüchtigt schon? Was lang geht der Weg nicht gehen muss? Da lang. Ah, da chillen die schon. Okay. So, Andrea. Dann Hatchet haben wir hier. Briggs und Vogel. Wir haben die Waffen, Jungfisch. Einfach rein, peng, peng und fertig. Und zwar dank mir und meiner neuen Begleitung. Gab's auf der Patrouille Probleme? Das war ein Klacks. Bei der neuen Begleitung wäre ich mir nicht so sicher.
Du bist in Ordnung, Vogel. Wir sind ein gutes Team. Das war ein Klacks. Ha, ebenso. Das Überraschungselement und ein paar Kugeln und alles gut. Es läuft alles nach Plan, Briggs. Gut. Jetzt versetzen wir ihnen einen Schlag. Das Lagerhaus ist extrem wichtig für sie. Wird schwierig, sich das zu holen. Ohne dich wären wir nicht hier, Jungfisch. Wie ist der Plan? Du gehst rein, wir bleiben zurück? Bleib draußen, sorg dafür, dass ich nicht gestört werde. Wir fallen zusammen über sie her. Das ist dein Kampf, du entscheidest. Ne, bleib draußen. Dann ziehst du jede Menge Feuer auf dich. Aber wenn du damit klarkommst, gerne. Ihr habt's gehört. Los geht's. So, die sollen draußen bleiben. Ich will die Erfahrung gut für mich haben. Wo muss ich rein? Hier rein? Lagerhaus 3. Kriegen wir locker hin. So, vielleicht noch einmal die Gesundheit voll machen. Ich dachte mir, dass du das wirst du nicht. So, wo sind sie alle? Schnell abhauen! Los! Wer will abhauen hier? Du? Mein Kopf! Oh, mein Arm! Oh, Medipack. Perfekt. Ach, da oben! Loser! Ja, Loser. So, wo ist der nächste? Die schalten uns aus! So. Genug gefaulenzt. Runter, los. Was? Mit wem? Unten? Neon Security? Briggs? Oh, und Dexler? Glaubst du, die Neon Security weiß nicht, was los ist? Also bitte. Du hast ein bisschen randaliert. Hm? Bisschen gemordet. Angeblich ist das alles dein Werk. Warum mischst du meine Straßen auf, hm? Jemand muss etwas gegen die Disciples unternehmen. Ich habe deinen Job erledigt, gern geschehen. Du hast keine Ahnung von meinem Job. Okay, pass auf. Wenn das mit der Ganggewalt zu wild wird, schadet das dem Gewinn in der Stadt. Niemand schadet dem Gewinn. Sag das den Disciples. Nein, mach du das lieber. Die Disciples nerven mich schon viel zu lange, viel zu sehr. Also legt deine Gang ihr Kanalrattenblau ab und trägt Neon Security schwarz. Sonst findet man dich tot in der Gosse. Und du? Sag auf Wiedersehen. Briggs ist nicht dumm. Der entscheidet schon richtig. Nach allem, was sie getan haben, dann darf ich gehen. Was für ein überraschendes und großzügiges Angebot. Nach allem, was sie getan haben? Ganggewalt bekämpft man am besten mit seiner ganz persönlichen Gang. Glaub mir, ihr passt perfekt zur Security. Straßenratten auf Straßenratten hetzen. Elegant, oder? Aber Beeilung, okay? Wir müssen die Neuen einführen. Sprich mit Briggs? Briggs? Gut, alle da. Kommt zusammen, Leute. Ist das ernst gemeint? Ich soll einen Kopf spielen? Wir könnten aus dem Loch ausziehen. Vielleicht sogar aus Abside. Briggs, ich bin dabei. Ignoriert die Neon Security das ernsthaft? Kann doch nicht sein. Warum denn nicht? Es interessiert doch niemanden, wer in Abside wen ersticht. Was sagst du? Owen hat keinen Grund zu lügen, das Angebot scheint legitim. Das ist die Chance, aus Abside rauszukommen, ergreife sie. Unfassbar, wie korrupt die Security hier ist. Tja, das ist eben Neon. Ist jemand gegen den Deal? Dann sagt es jetzt. Nein? Niemand? Gut. Sehr gut. Ich gebe Owen Bescheid.
Das überrascht mich jetzt. Ich weiß nicht, welchem Gott oder welchen Göttern wir dich zu verdanken haben, aber... Halleluja! Halt einfach die Disciples unter Kontrolle, statt dass die Strikers sich auflösen. Also bis dann. Halt einfach die Disciples unter Kontrolle. Mit Ressourcen und Verstärkung sind die Straßen bald sicherer. Tja, die Strikers sind wohl Geschichte. Hier ist dein Geld. 15.000. Ihm traue ich nicht. Jede Wette, er war auch derjenige, der den Mord da von der Frau dazu... Das wart ihr. Ist ja fast beeindruckend. Fast. Ich mag ihn gar nicht hier. Ich würde eigentlich am liebsten dafür sorgen, dass die Korruption hier aufhört. Beziehungsweise die Verantwortlichen da aus dem Verkehr ziehen. So, was haben wir hier jetzt für eine Quest offen? Ja. Notruf von Charybdis. Trevor braucht meine Hilfe, damit seine Anfrage um neue Ausrüstung vom Deimos Mining Manager genehmigt wird. Dafür soll ich mich über das System bei der Deimos Sternwerft als Chefassistent bewerben. Was haben wir jetzt aktuell? Machen wir das. Machen wir mal einen neuen Job. Mal gucken. Das meiste habe ich eh vergessen, was da los ist oder was wir da machen müssen. Weil es auch schon Ewigkeiten her ist. Von wann kam Starfield jetzt raus? Seit wann haben wir angefangen? Seit Oktober, ne? Aber ich mag die Leute hier in Neon irgendwie nicht, diese Korruption meine ich jetzt, ja, die korrupten Leute. Vor allem auch, ich bin eher so, wenn man kriminell sein will oder so, Manaya, dann Adams lieber ehrliche Kriminelle. Für einen Job. Ich bin ja scheinbar nicht diskret genug. Also, sprich mit Manaya Adams? Wieder eine neue Quest? Warte mal, machen wir dann das? Hallo? Wenn es noch hier ist? Sprich mit Manaya Adams. Machen wir dann das? Wenn wir noch ein bisschen in Neon bleiben? Vielleicht können wir darüber die Korruption aufhalten. Unsere obere Plattform. Ist das auch dann von der Neon Security hier? Nein, wir haben keine Pläne. Meine bessere Hälfte hat cool. Hilfe, Uli Außenbildler, deinem zweiten Zuhause, Elia. Jetzt gab's zumindest eine neue Quest. Hey, mach mit dem Boostpack kein Blödsinn. Hier, da hast du den Blödsinn. Quatsch mich nicht an, kein Interesse. Achso, ich bin wieder überlastet, natürlich. Aber ich vermisse den Satz hier, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ja? Ist der Wahnsinn hier? Alles klar? Naja, Alter. Ich mag solche Musik nicht. Aber der Lärm bietet eine gute Deckung. So, was bitte ich noch näher? Ich bin geschäftlich hier. Ich muss hinter meinen Kunden aufräumen. Wie gefällt dir Neon? Der exotischste Zufall der Welt. Sie haben die Droge ausgerechnet im Fischöl entdeckt. Aber Öl ist eine alte Geschichte. Von Fett und Flamme. Das Fett schmiert die Räder des Handels, die Flamme zieht die Motten an. Sei also vorsichtig, mein kleines Insekt. Wenn du zu nah heranfliegst, verbrennst du dir die Flügel. Cringe. Ich arbeite freiberuflich für ein paar sehr wohlhabende Kunden. Sie bahnen Deals an, ich ziehe sie durch. Okay, kann ich irgendetwas für dich tun? Vielleicht ja. Ich bin eigentlich hergekommen, um einen Deal abzuschließen. Aber der Kunde war so dämlich, einen Alleingang zu versuchen.
Anstatt die Beweise zu entsorgen, hat er sie in einem Lagerhaus gelassen. Amateurhaft. Es gibt also einiges aufzuräumen. Und das würde ich lieber einen Dritten machen lassen. Hast du Interesse? Ich sehe nur, sieh nur zu, dass es sich für mich lohnt. Ich brauche meine Information. Was? Sieh nur zu, dass es für mich lohnt. Ich gebe dir die Hälfte von meiner üblichen Gebühr, die laut meinen Kunden absoluter Wucher ist. Aber ich bin jeden Cred wert. Du findest die Ware in einem Spind im Lagerhaus hinter Neon Tactical. Die Gangs in Abside verkaufen in der Gegend oft ihren Sonnenschein und ihre Lollipops. Wenn was schief geht, musst du improvisieren. Die Ware verkaufst du dann an Coleman Lang von der Handelsaufsicht, sodass sie Teil vom regulären Sortiment wird. Und danach kommst du wieder her. Hol die Ware. Okay. Was ist das jetzt genau? Ich hatte jetzt gedacht, das hätte irgendwie... Ich hatte jetzt gedacht gehabt, das hätte mit Dings zu tun gehabt. Weil der eine da von der Security hier einen Job abgelehnt bekommen hatte. Ich würde gerne hier die Korruption irgendwie unterbinden. Neuer Tag, neue Schicht. So, und ich muss hier ein paar Sachen noch verkaufen. Gehen. Lass deine Credits ab. Das Söldnerunternehmen Ecliptic galt einst als effektives und sogar essentielles Element zur Bekämpfung der gefährlichsten Bedrohungen der besiedelten Systeme. Gehört mittlerweile aber selbst zu diesen. Es scheint, als hätten sie jeden im Visier. Von den Piraten der Crimson Fleet bis hin zu zivilen Handelsschiffen, die angeblich gegen Gesetze verstoßen haben. Die Behörden des Freestar Collective und der United Colonies zögern, offiziell gegen Ecliptic vorzugehen, da angeblich keine Beweise vorliegen und sie gelegentlich noch immer die Dienste dieser Gruppe in Anspruch nehmen. Können wir auch was gegen Ecliptic machen? Stell bloß nichts an, klar? Die Crimson Fleet, beziehungsweise es gibt hier vier kriminelle Fraktionen. So, was mir aufgefallen ist. Crimson Fleet, die Ecliptic, die Spacer und, Varun. Wenn es zu heiß für dich ist. Ja? Was? Jetzt machen wir Fortschritte. So, ich hoffe, der Geld. Ja, er hat Geld. So. Was kann ich verkaufen hier? Die beiden. Dann die sieben. So, der kann weg. Die fünf können weg. Der hat noch genug Geld. Das finde ich gut. Jetzt wird's schwierig. Ne, den will ich gar nicht haben. Okay, jetzt wird's schwierig. Jetzt hat er nichts mehr. Okay, zisch ab. Hab zu tun. Ich mag ihn nicht. Aber okay, jetzt tragen wir nicht mehr zu viel und können auch wieder rennen. So, da müssen wir hin. Lagerhaus 3, schon wieder, Lagerhaus 3. Ja. Willst du da nur rumstehen oder hast du auch was zu sagen? Verzieh dich. So, okay, Dana. So. Ausrangierter Sidestar. Den nehmen wir auch mit. Okay, jetzt Coleman Lang und das verkaufen. Der hat aber kein Geld mehr. Oder hat er noch irgendwie sowas separat? Ich hoffe, der hat jetzt wieder Geld.
Aber jetzt zweimal hier Lagerhaus 3 für zwei verschiedene Quests. Fand ich jetzt interessant. So, Conan. Wenn du was transportieren willst, brauchst du was? Ich habe mich gefragt, ob du Interesse an diesem schönen Ding hättest. Keine schlechte Waffe. Allied Armaments gehört zwar zu den UC, die Produkte entsprechen aber dem Militärstandard. Aber darum geht es hier nicht. Diese Waffe ist heißer als eine Pfanne voll Fischfett. Dafür bekommst du nicht mal annähernd den Marktpreis. Waffentechnik, die Anpassungen an dieser Pistole sind nicht billig. Rückstoß und Feuerrate werden verbessert. 100 Credits annehmen, gut, ich nehme. Ich mach Waffentechnik. Wer sich so gut mit Waffen auskennt, lässt sich nicht übers Ohr hauen, was? Gut, ich zahle den vollen Preis. Aber nur, weil ich weiß, dass NSEC nicht danach suchen wird. Wenn du noch was findest, bring es mir gern vorbei. Nee, danke. Also, ihn mag ich nicht. Das ist jetzt nur für die Quest. Die perfekte Symbiose. Ihr wisst. Kannst du von einem Kaffee glatt jemand um? So. Die Leute lässt dann gern über die Varun-Fanatik. Ja, was ist denn eigentlich mit Varun? Also, ich frag mich auch die ganze Zeit, kommt da irgendwie noch was mit denen? Hat vielleicht Shattered Space, der DLC, was ja kommen soll, mit denen irgendwie zu tun? Weil bisher habe ich einfach viel zu wenig, die Musik was Varun angeht, hier erfahren. Oh Mann, ich kann fliegen! Von 5 Credits, die Benjamin Bayou in Neon investiert, gehen angeblich 4 in die Astral Lounge. Ich habe die Ware an die Handelsaufsicht verkauft. Dann kann mein Kunde ja beruhigt sein. Er ist ein ernster Mann. Hat seit Jahren nicht gelächelt, weil er nichts davon hält. Aber ich schweife ab. Hier ist die versprochene Bezahlung. Genieß deine restliche Zeit in Neon. So, hast du noch andere Jobs? Ja, aber ich arbeite nie zweimal mit denselben Kunden. Meine persönliche Regel. Okay. Jederzeit gerne. So, dieses Aurora-Zeug haut mich einfach um. Ja, komm, wir machen dann jetzt eine Bürokratie los. Dann haben wir das auch mal hinter uns. Dann fangen wir das mal an. Dann können wir jetzt endlich mal offiziell Neon verlassen, wieder mal. So. Bleib sauber. Mach mir bloß nicht das Leben schwer. So, wir sind auf Level 39 ja mittlerweile. Aber um in die äußeren Gebiete vom System zu kommen, also ganz rechts die Gebiete vom, von der Galaxie hier, bräuchten wir auch noch irgendwie bis Level 70, glaube ich, oder? Oder 75. Da wären wir, glaube ich, noch ein bisschen zu schwach, um dort anzukommen. Ist das dem aufgeladen? Ja. Ich mag aber das Outfit wirklich. Also. So, Cockpit. Gehen wir rein. Und heben ab. Ich finde es heftig, dass wir einen Ladebildschirm hier fürs Raumschiff haben. So ein langes. Verlassen wir diesen Ort. Ja, okay. Immer diese schönen Ladebildschirme. Sieht es so friedlich aus. Ach, Sollsystem. Perfekt. Wieder in Richtung Erde.
Ich freue mich aber auch schon, wenn wir es auch schaffen könnten, Starfield hier zu beenden. Dimos Stern. Ja. Sieht so aus, als hätten wir hier sogar zwei Quests oder mehr. So, andocken. Ich fand's komisch, dass wir von der anderen Seite von der Station hier jetzt ankommen. Luke entriegelt. Wir sind angedockt. Einsteigen. Als die Menschheit die Erde hinter sich ließ, wurden die United States. Willkommen bei Deimos. Unerschrockene Entdecker und tapfere Kolonisten. Wäre Deimos doch nur ausschließlich eine Militärfirma. Deimos Verkaufsterminal. Deimos Lieferantenaufträge, Auflistung von Lieferressourcen, Jobangebot, Chefassistent. Auf Job bewerben, Chefassistent. Über wie viele Jahre Erfahrung verfügst du als Assistent in der Verwaltung, Chefetage oder andere Unternehmen? Ich lüge mal, über 10 Jahre. Was ist dein höchster akademischer Abschluss? Promotion. Um deine Eignung für die Position zu ermitteln, folgen nun eine Reihe von Fragen. Bitte antworte ehrlich und gewissenhaft. Der Boss bittet dich um einen Whisky Neat. Was bedeutet das? Das ist eine Fangfrage. Bei der Arbeit gibt es ein Alkoholverbot. Etwa 43 ml Whisky in einem Glas auf Raumtemperatur. Ein volles Glas Whisky mit zwei gekühlten Whiskysteinen. Zwei Finger Whisky mit zwei Tropfen Wasser in einem gekühlten Glas. Das ist eine Fangfrage. Bei der Arbeit gibt es ein Alkoholverbot. Ein VIP-Kunde trifft einen, der einen Termin mit dem Boss hat. Dieser verspätet sich jedoch unerklärlicherweise. Was solltest du tun? Den Kunden mit Witzen unterhalten, bis der Boss eintrifft. Den Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Dem Kunden Getränke anbieten und ihm versichern, dass der Boss bald kommt. Nichts tun ohne Erlaubnis vom Boss, sollte ich nicht mit Kunden reden. Dem Kunden Getränke anbieten und ihm versichern, dass der Boss bald kommt. Der Boss muss zu einem wichtigen Meeting auf einen anderen Planeten. Doch sein Schiff hat eine Fehlfunktion. Man kann nicht starten. Wie reagierst du? Dem Boss dein altes, ramponiertes Schiff anbieten, den Kunden kontaktieren, um das Meeting zu verlegen, mit dem Unternehmensbudget ein teures Luxusschiff mieten, das Schiff abschleppen und zur Werkstatt bringen, die Verspätung ist nicht so schlimm, leider den Kunden kontaktieren und das Meeting zu verlegen. Während du dich um die E-Mail deines Bosses kümmerst, stößt du auf eine weitere Mitteilung, jemand hat Infos, die den Boss belasten. Was solltest du tun? Den Vorstand informieren, damit er sich der Sache annimmt, die Mail ignorieren und den Absender blockieren? Den Boss in der Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung erpressen. Den Boss fragen, was er will und dann die Sache nie wieder erwähnen. Das gefällt mir am meisten, aber ich will hier... Komm, den Vorstand informieren, damit er sich der Sache annimmt. Dein angetrunkener Boss kontaktiert... dich mitten in der Nacht an und bittet dich, ins Büro zu kommen. Was tust du? Sofort ins Büro gehen und den Boss zu betreuen, bis er wieder nüchtern ist? Es einfach ignorieren und weiter schlafen. Der Boss wird sich morgen vermutlich nicht mehr daran erinnern. Die Security verständigen, damit sie sich darum kümmert. Allen Forderungen nachkommen, auch wenn es dich anwidert. Muss ich mir Sorgen machen? Die Security verständigen, damit sie sich darum kümmert. Bitte beachte, dass alle Antworten endgültig sind und für die Bewerbung geprüft werden. Falls du jetzt eine Antwort ändern willst, wähle Neubeginn. Ansonsten fahre mit Bewerbung einreichen vor. Chefassistenzbewerbung erhalten. Sprich mit Trevor. Okay, auf zum Hauptmenü. Deimos Schiffe sind für zahllose Siege verantwortlich. Sie sind ein Stück Geschichte. Muss ich mir über Deimos Sorgen machen? Cockpit. Und abdocken. So, wo war Trevor nochmal? Wir müssen ja zu ihm. Druck normalisiert sich. Abdocken komplett. Da. Auf zum Mars.
schön automatisch speichern. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Ich habe keinen. Die habe ich schon längst verkauft. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. Ja, ich will nur einmal kurz landen. Achso. Ja, hier brauche ich wieder die Map, natürlich. TMD-Hauptquartier erkundet. Sprich mit Percival. Ah, hier ist auch Percival. Dann, hier kann ich auch mit dem nochmal reden. Dann kann ich hier auch nochmal die Quest machen. Schiff mit einer Länge von mehr als 80 Metern können nicht auf Planeten landen. Aber kann ich länger als 80 Meter bauen, Schiffe? Oder ist da die Begrenzung? Also auf dem Mars waren wir auch schon gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr. So. Welcome to Cydonia. Ich weiß nicht, Piep. Wenn wir jemals auf Mars landen würden, wird das dann genau so sein? Also nicht landen, sondern wenn wir hier auf dem Mars eine Zivilisation aufbauen, sage ich jetzt mal. Ah, erstmal zur Trading Authority. Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass mir von Weltraumflügen übel wird. Ja, hier aus dem Weg. Hier. Wir haben alles Mögliche. Frag einfach. Ja, Manaki, den Magi. Lass dir Zeit. Cool, das machen wir hier. Ja, okay. Was haben wir? Ne, nicht kaufen, verkaufen. So, 17 Waffen haben wir noch. Der hat 11.000. Der kann weg. Der kann weg. Die können weg, alle drei. Oh, der ist gestohlen, der kann auch weg. So. Den können wir auch noch verkaufen. Okay, Waffen haben wir jetzt nichts mehr. So, Anzüge, Kleidung. Der kann weg. Die können weg. Sonst Ressourcen. Helium 3. Weg damit. Hier haben wir sonst nichts mehr. Jo, alles Gute. Jo, dann gehen wir mal runter. Der Konzern verspricht, mit Enhance entscheidest du über den. Hoppala. Ah, okay, das ist der Schwerkraft hier zu schulden. Okay. So, da haben wir. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich komme langsam endlich an. Trevor. Keine Sorge. Wir sorgen dafür, dass du den Job kriegst. Ja, ich habe mich als Chefassistent beworben. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du angeheuert wirst. Dafür müssen wir deine Konkurrenz ausschalten. Dafür musst du dich am Terminal der Personalabteilung anmelden, im Büro oben in der Hauptetage. Wenn du die anderen Bewerbungen im System löscht, ist dir die Stelle sicher. Klingt simpel, ich mach's. So gefällt mir das. Glaub mir, so ist allen geholfen. Übrigens ist das personaler Passwort Passwort, nur rückwärts. Ist Tia total stolz drauf. Sie wird in der Happy Hour ziemlich gesprächig. Und laut. Ein Wunder, dass ihr Passwort inzwischen nicht jeder kennt. Sollte jedenfalls einfach sein. Viel Glück. Wow. Passwort rückwärts. Wo muss ich hin? Nach da oben? Okay. Das ist die wichtigste Arbeit in der ganzen Galaxie. Einfach mal durch den Laser gelaufen. Auch nicht schlecht. So, kann ich da einfach rein? Ist hier jemand? Da ist er, okay. Ah, okay, hier sind wir wieder. Ich bin beschäftigt. Jede Menge operative Dinge. Der Typ ist weg. Ob
operativ. Governor Hurst bittet alle Bürger von Cydonia, ihren Beitrag zu einem sauberen Cydonia zu leisten. Wenn du nicht für Deimos arbeitest, immerhin habe ich noch mehr als genug Arbeit, bevor ich nach Hause kann. Oh yeah. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter. Müssen wir abwarten, bis wir da links uns drum kümmern können. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.